Silvio Berlusconi. Schillernder Politiker und Medienzar mit brachialem Selbstbewusstsein. Die Opposition ist da. Bravo! Ihr seid damals wie heute arme Kommunisten. Doch wer ist dieser Mann wirklich? Seit Jahrzehnten werden ihm Korruption und Kontakte zur Unterwelt nachgesagt. Selbstverständlich habe ich nie irgendjemanden bestochen. Welche Rolle spielte die Mafia bei den Geschäften Berlusconis und seinem atemberaubenden Aufstieg? Alle, die Bücher über die Mafia schreiben, um sich damit vor der Welt zu profilieren, ich schwöre, ich erwürge sie. Nun berichten Zeugen vor der Kamera, wie der Cavaliere zu einem der reichsten Männer Europas und italienischer Regierungschef wurde. Die ersten Spuren des Phänomens Berlusconi finden sich in den 1970er Jahren in Mailand. Hier wurde er 1936 auch geboren. Der Sohn eines Bankangestellten erwirbt sich im Immobiliengeschäft schnell den Ruf eines cleveren Geschäftsmannes. Die norditalienische Metropole ist eine der reichsten Städte des Landes. Doch wer viel Geld besitzt, gerät schnell ins Visier einer Organisation aus dem Süden, der Mafia. Entführungen und Lösegeldforderungen gehören zum Alltag. Ich lernte Berlusconi 1972 kennen. Er hatte damals Angst, sich abholen zu lassen, denn schon einmal hatte man versucht, einen seiner Gäste zu entführen. Er legte all seine Termine in den Abend. Zumeist waren es sehr private Veranstaltungen wie Abendessen mit seinen Freunden und, nun ja, jungen, offenherzigen Damen. Man wusste nicht genau, ob die Entführung wirklich dem Gast galt oder nicht vielmehr eine Botschaft an Berlusconi selbst war. Hör zu, du musst zahlen, wie alle anderen Reichen auch. Keine Frage, es war die Mafia. Und ich glaube, Berlusconi hat daraufhin versucht, direkten Kontakt mit der gefährlichsten kriminellen Organisation aufzunehmen. Dabei hilft ihm ein alter Jugendfreund, der fortan sein engster Mitarbeiter wird. Marcello Dell'Utri stammt aus Palermo in Sizilien. Er hat in Mailand Jura studiert und wird in der Erfolgsgeschichte und Karriere Berlusconis eine entscheidende Rolle spielen. Der ehemalige Staatsanwalt Antonio Ingroia kann einiges über die Beziehung der beiden Männer erzählen. 25 Jahre lang hat er gegen die Mafia in Palermo ermittelt und war maßgeblich an den Untersuchungen über Berlusconis Bekanntenkreis und dessen Verbindungen zur Unterwelt beteiligt. Nach der gescheiterten Entführung fühlt sich Berlusconi in Gefahr und sucht sofort nach einer Lösung. Was wollen die von mir? Wer kann mir helfen? Er wendet sich an seinen Vertrauensmann Dell'Utri. Wir wissen, dass Dell'Utri damals schon Kontakte zu Mafiakreisen hatte. Er kennt Männer aus dem Umfeld von Stefano Pontate, in den 1970er Jahren einer der mächtigsten Paten. Bontate verfügte über etwa 300 bewaffnete Helfer und ein gewaltiges Vermögen. Er war einer der größten Akteure im internationalen Drogenhandel. Sein Machtbereich erstreckte sich von Sizilien aus über ganz Italien. Dell'Utri organisiert für seinen Freund eine Verabredung in Mailand. Ahnt Berlusconi, dass er dabei in eine Falle tappt? Die folgenschwere Begegnung von damals bleibt 20 Jahre lang geheim, bis ein Zeuge bereit ist, die Omerta zu brechen, das Schweigegelübde der Mafia. In Italien können ehemalige Mafiosi, die mit der Justiz zusammenarbeiten, unter strengen Auflagen vor einer Kamera sprechen. Oberste Bedingung: Niemand soll ihre wahre Identität erfahren. Ich nenne mich Francesco Di Carlo und bin selbstverständlich in Sizilien geboren.
30 Jahre lang war ich Mitglied der Organisation Cosa Nostra. Alle nennen sie Mafia, aber ihr wirklicher Name ist Cosa Nostra. In meiner Heimatregion war ich der Chef eines wichtigen Clans. Eines Tages flog ich von Palermo nach Mailand und traf auf dem Flughafen Stefano Bontate. Als wir aus dem Flugzeug ausstiegen, sagte er zu mir: Wenn du nichts vorhast, komm mit, wir essen zusammen zu Mittag. Also haben wir den Vormittag gemeinsam verbracht. Wir gingen in das Büro einer Firma und Dellutri öffnete die Tür. Ich kannte ihn bereits gut. Dann warteten wir auf diesen Signore Berlusconi. Ich erwartete einen eleganten Herrn, aber er kam in lässiger Kleidung. Wir haben über seine Probleme gesprochen. Er hatte Angst, dass man seine Kinder entführte. Bontate erklärte, Berlusconi müsse sich keine Sorgen machen. Er werde ihm jemanden schicken. Ich sagte, warum schicken wir nicht Mangano? Vittorio Mangano tritt also seinen Dienst bei Berlusconi an, als Leibwächter, im Auftrag der Mafia. Sein Wohnsitz wird die luxuriöse Villa des Unternehmers in Acore vor den Toren Mailands. Mehr als ein Jahr lang lebt Mangano bei den Berlusconis. Ist der Familie nicht klar, dass der Mann ein Krimineller ist? Als Chef eines Mafia-Clans aus Palermo ist Mangano dafür bekannt, seinen Opfern die Köpfe toter Hunde als Warnung zu schicken. Aber davon wollen Berlusconi und Dellutri selbst in späteren Jahren nichts gewusst haben. Mangano zog mit seiner Mutter, seiner Frau und seinen zwei Kindern bei uns ein. Er hat sich gut um die Felder und Plantagen in Arcore gekümmert und auch um die Pferde. Er blieb ein Jahr und brachte sogar seine beiden Kinder mit meinen in die Schule, beziehungsweise den Kindergarten. Er führte ein ganz normales Leben. Und später hat man ihn beschuldigt, Verbindungen zur Mafia zu haben, weil er angeblich daran beteiligt war, Schutzgeld für die Mafia einzutreiben und Geschäftsleute zu erpressen. Sie nannten ihn Stallburschen. Das sollte von Manganos tatsächlicher Aufgabe ablenken. Indem er sich über ihren Handlanger, Mangano, den Schutz der Mafia erkauft, schließt Silvio Berlusconi einen Pakt mit dem Teufel. Ein Bündnis, das seine gesamte Karriere prägen wird. Wenn die Mafia jemanden schützt, erwartet sie selbstverständlich Gegenleistungen. Diese Leute können später für uns sehr wichtig werden. Wenn wir beispielsweise Kontakte in die Politik oder zu Banken brauchen, können sie sehr nützlich sein. Ziel ist es, unser Netz an Beziehungen immer mehr zu vergrößern. Das ist wie ein Club. In den 1970er Jahren dominierte die sizilianische Cosa Nostra den weltweiten Drogenhandel. Ihr stand also eine große Menge Geld zur Verfügung, das sie waschen und wieder investieren musste. Aus gutem Grund interessiert sich die Mafia für Berlusconi und besonders für das neue Viertel, das der Bauunternehmer in Mailands Vorstadt aus dem Boden stampft. Milano Due ist ein Immobilienvorhaben der Superlative und in ganz Italien bekannt. Ein Mann, der die dunklen Seiten des Bauprojekts kennt, steht in Sizilien unter Hausarrest. Massimo Ciancimino wurde verurteilt, weil er das Geld seines Vaters gewaschen haben soll, Vito Ciancimino, einer der wichtigsten Geschäftsmänner der sizilianischen Mafia. Der Sohn erinnert sich an die geheime Finanzierung von Milano Due. Es war eine von vielen Investitionen meines Vaters. Wir kannten Marcello Dellutri, den Vertrauten Berlusconis. Er bot Leuten im Umfeld der Cosa Nostra an, in dieses große Siedlungsprojekt zu investieren.
Meine Mutter erzählte mir, dass sie einige prominente Bauträger persönlich kennengelernt hat, unter ihnen Berlusconi. Sie trafen sich in Restaurants und übergaben jedes Mal 500 Millionen Lire. Das Geld stammte aus dem Gewinn anderer Immobilienspekulationen, die Angehörige der Cosa Nostra mithilfe solcher Baufirmen gemacht hatten. Milano Due wird aus den schwarzen Kassen einer kriminellen Parallelgesellschaft finanziert. Doch Silvio Berlusconis Weste bleibt weiß. Tatsächlich konnten wir ihm die Geldwäsche nie zweifelsfrei beweisen. Denn unsere Ermittlungen begannen in der zweiten Hälfte der 1990er, also 20 Jahre nach den Taten. Darum haben wir nur eine unvollständige Buchführung vorgefunden. Obwohl wir nachweisen konnten, dass es finanzielle Unregelmäßigkeiten gab, zum Beispiel verdächtige und symptomatische Erhöhungen des Gesellschaftsvermögens durch Bareinzahlungen. Für diese Zahlungen fehlte jede stichhaltige Erklärung. Wird ihm der Boden mit diesen Projekten allmählich zu heiß? Oder verliert Silvio Berlusconi damals schlichtweg die Lust am Immobilienmarkt? Jedenfalls wendet er sich ab Mitte der 1970er Jahre nach und nach anderen Geschäften zu, ohne jedoch den engen Kontakt zur Mafia zu verlieren. Er entdeckt einen neuen Wirtschaftszweig, der ihm zu internationaler Berühmtheit und einem riesigen Vermögen verhelfen soll. Das Kommerzfernsehen. Es ist nicht einfach, hier Fernsehen zu machen, denn in Italien gibt es keine Privatfernsehholding wie die Gazprom Media in Russland. Es gibt keine Techniker, deshalb bilden wir Jugendliche aus. Sein erster Versuch eines neuen Senders trägt 1974 den Namen Tele Milano. Hallo zusammen, die Preise steigen, es wird kälter, aber die Energiekrise hält an. Hier ist Tele Milano. Tele Milano è locale. Tele Milano war Lokalfernsehen für ein Mailänder Stadtviertel, das nur 8.000, 9.000 Bewohner des zweiten Bezirks über Kabel empfangen konnten. Reden wir über unsere Sponsoren. Im Privatfernsehen braucht man Sponsoren, denn sie zahlen das Programm. Entscheidend für den Erfolg sind jedoch die Einschaltquoten, die zunächst noch gering bleiben. Berlusconis Plan ist, eine Vielzahl lokaler Fernsehstationen im Land zu kaufen, um sie anschließend zu einem großen Privatsender für ganz Italien zu verschmelzen. Eine extrem kostspielige Vision. Das nötige Kapital aufzutreiben, übernimmt Marcello Dell'Utri, wieder mit Hilfe der Mafia. Ende der 1970er Jahre bot Dell'Utri Stefano Bontate an, in Unternehmen in Mailand zu investieren. Weil wir gute Beziehungen zu Stefano hatten, fragte er auch mich, ob ich vielleicht 500 Millionen Lira in die Sache stecken wollte. Eine bescheidene Summe für den Clan-Boss, der damals als größter Heroin-Dealer Italiens gilt. Mir fehlten zu diesem Zeitpunkt die Mittel, weil ich bereits anderswo investiert hatte. Aber Bontates Geld landete bei Berlusconi. Doch wie gelangten die Drogenmillionen in Berlusconis Fernsehkasse? Die Antwort zu finden erfordert 20 Jahre und die Zeugenaussage dieses Mannes. Filippo Alberto Rapisarda hat sein Leben lang Geld für die sizilianische Mafia gewaschen. Vor Staatsanwalt Ingroia legt er ein Geständnis ab. Rapisarda berichtete uns gleich von mehreren Fällen, in denen er persönlich Zeuge war und mit angesehen hat, wie versteckte Zahlungen innerhalb der Gruppe um Berlusconi abgewickelt wurden.
Eine dieser Gelegenheiten war ein Treffen in Paris, in der Nähe des Hotels Georges V an den Champs-Élysées. Dort hatten sich Bontate und Dell'Utri verabredet. Sie trafen sich und dabei wurde das Bargeld in einem Aktenkoffer übergeben. Das müssen doch 10 Milliarden gewesen sein. Die passten zu jener Zeit in einen kleinen Aktenkoffer. Sie lagen auf dem Tisch, neben dem Koffer. Diese Aussage verblüfft mich. Marcello Dell'Utri, der Mann, der für Berlusconi durchs Feuer geht, gibt sich damals ahnungslos. Dabei wurde die rechte Hand des Medienunternehmers in Paris in Flagranti erwischt. Das Apartment, in dem seinerzeit die Geldübergabe stattfand, war unter seinem Namen angemietet. Ein Versteck, das er Rapisarda zur Verfügung gestellt hatte, dem flüchtigen Finanzier der Mafia. Die Ermittlungsergebnisse aus Paris belegen endlich, Berlusconis Firmengruppe profitiert vom Geld der Cosa Nostra. Welche Summen im Spiel sind, wird nie geklärt. Sicher ist nur, dem Mailänder Unternehmer, der später Italiens Regierungschef werden soll, stehen nahezu unbegrenzte Mittel für die Entwicklung seiner Fernsehstationen zur Verfügung. Sein erster nationaler Sender heißt Canale Cinque. Er startete 1980. Zwei Jahre später übernahmen wir Italia Uno. Vier Jahre später Rete Quattro. Berlusconi kaufte die meisten Spielfilme und Soap-Operas in den USA. Er vollbrachte den Geniestreich, für 2 Milliarden Lire 500 Filme zu kaufen. Wirkliche Qualitätsware. Einfach so aus dem Katalog. Innerhalb weniger Jahre formt Silvio Berlusconi ein wahres Fernsehimperium, die Mediaset-Gruppe. Seine Unterhaltungssendungen ziehen beinahe die Hälfte aller Zuschauer in Italien an und schwächen das öffentlich-rechtliche Fernsehen Rai. Berlusconis enorme Finanzkraft beflügelt seine Visionen. Hinter mir sehen Sie eine Karte von Europa. Das wird unser nächstes Abenteuer. Zunächst investiert er in einen Sender in Frankreich. Woher seine Mittel stammen, interessiert dort niemanden. Denn die Gründung von La 5 wird an oberster Stelle im Staat beschlossen. Von François Mitterrand persönlich. Und der französische Präsident weicht kritischen Fragen über den Investor kategorisch aus. Verschließt Mitterrand absichtlich die Augen? Die Idee zu Canale Cinque stammt von Bettino Craxi. Der italienische Regierungschef ist ein alter sozialistischer Freund des französischen Präsidenten und ein virtuoser politischer Taktiker. Craxi macht sich in Paris für seinen guten Freund Berlusconi stark, der auch sein Trauzeuge war. Schon in Italien hat der Geschäftsmann immer vom Wohlwollen des Politikers profitiert. Etwa mit speziell auf seine Fernsehsender zugeschnittenen Gesetzen. Craxi war auf unserer Seite. Er hat in Berlusconi und besonders im kommerziellen Fernsehen Vorteile für das Land gesehen. Es stimmt, er hat verhindert, dass Berlusconi gestoppt wird, weil er von der Sache überzeugt war. '86 ist Silvio Berlusconi zu einer nationalen Berühmtheit geworden. Dank seiner glänzenden Verbindungen zur Mafia macht er sich inzwischen weniger Sorgen um seine Sicherheit. Vittorio Mangano spielt in seinem Leben keine Rolle mehr. Der Mafioso, der 10 Jahre zuvor als Leibwächter bei ihm einzog, sitzt lange Zeit im Gefängnis. Zwischen zwei Haftstrafen wendet er sich der Schutzgelderpressung zu. Und als vor seiner Villa in Mailand eine Bombe explodiert, glaubt Berlusconi, dafür kommt nur Mangano in Frage. Er ruft seinen Vertrauten Dell'Utri an und ahnt nicht, dass ihre Telefone abgehört werden. Pronto.
Es war Vittorio Mangano. Was? Er hat die Bombe gelegt. Woher weißt du das? Die Polizei sagt, dass es ganz klar nach Erpressung aussieht. Ich glaube, er war es. Ich verstehe. Es war eine sehr einfache Bombe mit nur einem Kilo Schwarzpulver, aber sie wurde sehr liebevoll gebaut. In einem Geschäft wie diesem muss man auf alles gefasst sein. Man ist eine Art Zielscheibe. Wenn man nicht zahlt, treten sie in Aktion. So ist das bei der Mafia schon seit Jahrhunderten. Wenn Berlusconi das Ziel eines Attentats wurde, hat er sich nicht an die Justizbehörden gewandt. Niemals. Er entschied sich für einen anderen Weg und wandte sich an seinen Vertrauten Marcello Dell'Utri. Dell'Utri war Berlusconis Mittelsmann für Sizilien und ganz Italien. Er schickte ihn überall hin, um sich mit den lokalen Mafiabossen zu treffen, seine Angelegenheiten zu regeln und zu erfahren, wie viel er zu zahlen hatte. 30 Jahre lang hat Dell'Utri diesen Job gemacht. In Palermo lässt Berlusconi geheime Verhandlungen mit der Mafia führen. Aus Rom erhält er politische Unterstützung von Craxi. Ein Erfolgssystem, das noch eine Weile funktioniert. Anfang der 1990er Jahre greift die Justiz erstmals hart durch. In Mailand veranlasst eine Gruppe engagierter Staatsanwälte die sogenannte Operation Saubere Hände. Eine Großoffensive gegen politische und finanzielle Korruption. Antonio Di Pietro ist einer der Fahnder, die das Land damals aufräumen. Ein ausgeklügeltes Korruptionssystem hatte in Italien die Karrieren und Geschäfte vieler Leute befördert. Nicht durch ihre eigenen Verdienste, sondern durch Bestechung. Politische Entscheidungsträger wurden für ihre Unterstützung bezahlt, ebenso wie Beamte in Ministerien und Verwaltung. Mit der Operation Saubere Hände brachen diese alte Ordnung und fast das gesamte Parteiensystem zusammen. Berühmte Persönlichkeiten stürzten, unter ihnen auch Craxi. Bettino Craxi wurde verurteilt, weil er in eine ganze Reihe illegaler Finanzierungen und Korruptionsfälle verwickelt war. Er floh nach Tunesien und blieb dort bis zu seinem Tod. Für Silvio Berlusconi ist es die Stunde Null. Seine politischen Gönner sind verschwunden. Erstmals spielt der Medienzar mit dem Gedanken, eine eigene Partei zu gründen. Auch in der Mafia-Metropole Palermo haben sich die Machtverhältnisse inzwischen dramatisch verändert. Pate Stefano Bontate kann die Sicherheit Berlusconis und seiner Geschäfte in Zukunft nicht mehr garantieren. Bontate geriet in eine blutige Fehde zweier rivalisierender Clans. Ende April 1981 ist der teure Schutzengel tot. Die neuen starken Männer der Mafia stammen aus dem berühmten sizilianischen Dorf Corleone. Und sie sind aus anderem Holz geschnitzt. Toto Riina, alias die Bestie. Und Bernardo Provenzano, genannt der Buchhalter, regieren die Cosa Nostra mit eiserner Hand. Doch Ende der 1980er Jahre wird die Luft auch für die obersten Bosse dünner. Die italienische Justiz geht mit bisher ungekannter Härte gegen die Kriminellen vor. Alle bereits verhafteten und noch flüchtigen Mafiapaten werden im Dezember 1987 in einem beispiellosen Mammutprozess verurteilt. Gegen 400 Angeklagte wird verhandelt. 344 werden verurteilt. 500 Sicherheitskräfte schützen das Gericht, sogar den Luftraum. Zum ersten Mal gelingt es der Antimafia-Justiz unter den Richtern Falcone und Borsellino, die Köpfe der Organisation zur Rechenschaft zu ziehen. La Mafia
Die Mafia und der Pate Riina begriffen, dass der Mythos ihrer Unbesiegbarkeit zerstört war. In diesem Moment schwor Riina Blutrache, eine Vendetta. Er wollte sich an den Richtern, die den Prozess in Sizilien geführt hatten, rächen. Kurz nach 17 Uhr ereignete sich in Palermo ein Anschlag. Bei der Explosion starben Richter Paolo Borsellino und 5 seiner Begleiter. Die Leiche des Richters ist vollständig verbrannt. Die Bombe war in einem Fiat 126 versteckt und löste eine gewaltige Detonation aus. Ein Passant sagte: Es ist wie im Krieg. Mit dem Attentat ist eine Grenze überschritten worden. Ganz Italien steht unter Schock. Schon 2 Monate zuvor hatte Richter Falcone den Tod auf einer sizilianischen Autobahn gefunden. Durch eine Bombe mit 600 Kilogramm TNT. Die beiden obersten Kämpfer gegen die Mafia sind tot. Monatelang dachte ich bei der Fahrt zum Gericht und nach Hause, auf jedem Meter meines Weges kann ein mit Sprengstoff präpariertes Auto stehen und niemand hätte uns retten können. Die spektakulären Morde an den beiden Richtern besiegeln das Schicksal Toto Riinas. Einige Monate später wird die Bestie verhaftet und später zu 10-mal lebenslanger Haft verurteilt. Nun ist Bernardo Provenzano alleiniger Chef der sizilianischen Mafia. Ein Nachfolger, mit dem sich auch Berlusconis Clan bald gut arrangieren wird. Mit Provenzano begann eine neue Ära. Er tauchte ab und zog die Fäden aus dem Untergrund. Toto Riina war ein beinahe militärischer Führer, ein General. Provenzano dagegen pflegte seine Verbindungen und wickelte seine Geschäfte im Verborgenen ab. Er nahm Verbindungen zur Politik und Wirtschaft auf, um die Geschäfte wieder in Gang zu bringen. Mit der Justizoperation Saubere Hände wird praktisch auch Italiens christdemokratische Partei liquidiert. Sie hatte das Land seit einem halben Jahrhundert regiert und galt als verlässlicher Verhandlungspartner der Mafia im Herzen des Staatsapparates. Wir brauchten immer politische Verbindungen. Die Cosa Nostra war eine Art Staat im Staat, eine Form der Freimaurerei. In der Organisation fanden sich Anwälte, Politiker, Selbstständige und Ärzte. Auf der einen Seite steht die Mafia, die gezwungen ist, neue politische Verbindungen zu knüpfen. Auf der anderen ist Berlusconi, der ebenfalls politische Verbündete sucht. So nähern sich beide Seiten an. Für die Kontaktaufnahme ist ein Mann aus Berlusconis Clan geradezu prädestiniert. Marcello Dell'Utri. Er verabredet mehrere geheime Treffen mit einem alten Bekannten aus den 70er Jahren. Vittorio Mangano. Dell'Utri sagte aus, Vittorio Mangano sei zu dieser Zeit aus gesundheitlichen Gründen nach Mailand gekommen und habe ihn um Rat gefragt. Als sei Dell'Utri ganz plötzlich Arzt geworden und könne seinem Freund Mangano medizinischen Rat geben. Geständige Mafia-Mitglieder erzählen etwas ganz anderes. Mangano sei eigentlich gekommen, um seine Rolle als Vermittler einzunehmen. Im entscheidenden Moment, als es darum ging, eine Vereinbarung zwischen der aufkeimenden Partei Forza Italia und der Cosa Nostra zu treffen. Berlusconis Vision einer eigenen Partei, der Forza Italia, ist inzwischen gereift. In seiner Mailänder Villa findet im Frühjahr 1993 ein Treffen statt, bei dem sein Einstieg in die Politik generalstabsmäßig geplant wird.
Codename Projekt Botticelli. Neben Führungskräften seiner Firmengruppe ist auch Altpolitiker Bettino Craxi anwesend. Ich habe ihm abgeraten, in die Politik einzusteigen, angesichts der angespannten Lage in Italien. Auch die Toghe Rosse, die roten Staatsanwälte und Richter waren dagegen. Ich war einfach skeptisch, ob wir wirklich Erfolg haben würden. Es wird Dell'Utris Aufgabe, seinen Freund ins politische Rampenlicht zu rücken. Aus Berlusconis Sendergruppe rekrutiert er die maßgeblichen Köpfe der Partei. Berlusconis politische Führungsriege bestand vor allem aus Werbezeitenverkäufern und Dell'Utri war ihr Chef. Doch die unerfahrene Mannschaft braucht einen Coach und findet ihn in Ezio Cartotto. Berlusconi kennt den altgedienten Christdemokraten seit den 1970er Jahren aus Mailand. Das Projekt Botticelli sollte geheim bleiben und musste diskret operieren. Sie fragten die Leute, willst du Politik machen oder Führungskraft eines Unternehmens bleiben? Wenn du Politik machen willst, musst du an Cartottos Ausbildung teilnehmen. Und so habe ich in einem Luxushotel in der Schweiz Politikkurse gegeben. Man brachte Gruppen von 15, 20 oder 40 Personen dorthin. Ich erklärte ihnen in zweitägigen Lehrgängen die Unterschiede zwischen politischen Parteien, wie sie organisiert waren, wie die Wahlen vonstatten gingen und wie Wahlbetrug vermieden wurde. Von da an begann die Forza Italia offiziell eine Partei zu werden. Die Forza Italia kämpft gegen jene, die nur Versprechungen machen. Sie verteidigt das sparsame Italien gegen Verschwender und Diebe. Das Italien des Volkes tritt gegen die alten Parteien an. Mit der Forza Italia erschaffen wir gemeinsam ein neues italienisches Wunder. Das Unglaubliche tritt ein. Er gründete innerhalb von 3 Monaten eine Partei und gewann im März 1994 die Parlamentswahl. Berlusconis Anhänger ahnen nicht, wie sehr die Cosa Nostra an diesem Erfolg beteiligt war. Und der neue Regierungschef beginnt schon bald, sich für die Hilfe zu revanchieren. In der ersten politischen Agenda der Forza Italia findet sich das Vorhaben, das Gesetz bezüglich der reumütigen Mafiosi zu ändern. Und wem kam dieses Gesetz zugute? Gegen Berlusconi wurde nicht prozessiert. Das Gesetz diente also nicht seinem persönlichen Interesse, sondern anderen. Er hat es für die Mafia gemacht. Berlusconi schafft es, seine früheren Verbindungen zu Vittorio Mangano im Dunkeln zu belassen. Mit allen Mitteln versucht er zu verhindern, dass der sizilianische Mafioso vor den Richtern seine Geheimnisse preisgibt. Eines Abends war ich wie so oft bei Berlusconi in Arcore, als Marcello Dell'Utri aus Palermo kam. Sie tranken gemeinsam Kaffee und sprachen über Mangano, den sogenannten Stallburschen, der in Palermo im Gefängnis saß. Dell'Utri zeigte sich besorgt, dass Mangano in der Haft gewisse Zusammenhänge enthüllen könnte. Denn die Ermittlungsbeamten versuchten schließlich, Verbindungen herzustellen zwischen dem Geld der Mafia Arcore, Berlusconi, Mangano und Dell'Utri. Berlusconi entgegnete, man müsse seiner Familie helfen. In Sizilien bezeichnet man so den Mafia-Clan, aber er meinte Manganos echte Familie. Sie sollte finanziell unterstützt werden. Der Zeuge Mangano schweigt. Die Untersuchung läuft ins Leere. Berlusconis politische Anfänge verlaufen holprig. Seine erste Regierungszeit dauert nur 7 Monate. Doch die Einschaltquoten seiner Fernsehsender steigen weiter und helfen dem Milliardär.
Sieben Jahre später tritt er erneut an und gewinnt 2001 die Parlamentswahlen. Es gibt in den kommenden Monaten und den nächsten fünf Jahren viel zu tun. Ich verspreche euch, dass ich weniger reden und mehr arbeiten werde. In Sizilien hat die Mafia ganze Arbeit geleistet, um ihren Geschäftspartner in Rom zu unterstützen. Tatsächlich hatte die Forza Italia in Sizilien großen Erfolg. Im Laufe unserer Untersuchungen erklärten viele ehemalige Mafiosi, die Mafia-Bosse hätten damals unmissverständlich angeordnet, dass alle diese Partei wählen sollten. Die Forza Italia gewann alle 61 Sitze für Italien. Das zeigte, wie sehr die Mafia sie als neue Verbündete anerkannt hat. Das ist bis heute einzigartig. Kein einziger Abgeordneter oder Senator der Opposition wurde gewählt. Und schlagartig hörten die Attentate und täglichen Morde auf den Straßen von Palermo auf. Die Mafia wurde das, was sie vorher war. Sie tätigte ihre Geschäfte wieder im Stillen. Sie macht keine Politik, sie macht Geld. Die Mafia benutzt die Politik und die Politik bedient sich der Mafia. Aus gutem Grund hat die Organisation dem Medienzar zum Sieg verholfen. Auch der einstige Strippenzieher im Hintergrund rückt nun ins Zentrum der Macht. Berlusconi lässt Marcello Dell'Utri zum Senator wählen. Durch ihn kann der abgetauchte Pate Bernardo Provenzano nun praktisch ohne Umwege Einfluss auf die italienische Politik nehmen. Es gab direkten Kontakt zwischen Provenzano und Berlusconi, mit dem die Mafia friedlich gestimmt werden konnte. Tatsächlich hielt dieser Frieden und die Cosa Nostra nahm ihre illegalen und angeblich legalen Aktivitäten wieder auf. Nicht nur in Sizilien, sondern in ganz Italien. Provenzano erklärte den Mafia-Bossen, dank Berlusconis politischer Versprechen werde nun Ruhe einkehren und die Mafia in 7 bis 8 Jahren keine Probleme mehr haben. Das sagten viele der ehemaligen Mitglieder in den Mafia-Prozessen aus. Es war klar, dass Provenzano auf freiem Fuß bleiben musste, um den Frieden zu erhalten. Ich habe ihn 2001 oder 2002 getroffen und erinnere mich, dass Provenzano unbehelligt spazieren ging. Provenzano hatte gute Verbindungen zu Männern des Geheimdienstes, die seine Flucht gedeckt haben. Er hätte schon früher bei mehreren Gelegenheiten verhaftet werden können. Bestimmte Polizeieinheiten besaßen präzise Informationen über seinen Aufenthaltsort, aber sie griffen nicht zu. Erst an einem regnerischen Morgen im April 2006 wird der Mafia-Pate verhaftet. Am Tag zuvor hat Berlusconi die Wahlen verloren. Und damit die Macht, mit der er seit 5 Jahren seine schützende Hand über die sizilianische Mafia hält. Es ist ein Schlag, von dem sich die Organisation nie mehr erholt. In der Unterwelt bricht eine neue Ära an. Das gängige Bild der Mafia ist damals bestimmt von Männern wie Rina und Provenzano, die kaum richtiges Italienisch sprechen und die typisch sizilianische Mütze tragen, die Coppola. Die Bosse der neuen Generation hingegen sprechen 3 oder 4 Sprachen und besitzen 2 Masterabschlüsse. Sie reisen durch die Welt und leiten globale Unternehmen. Die alten Mafiosi dienen ihnen allenfalls noch als Handlanger. Die alte Cosa Nostra gibt es nicht mehr. Sie war eine Organisation, die vom Staat nicht anerkannt wurde, aber mitten aus dem Staat heraus agierte. Sie hatte nichts gemein mit der heutigen Cosa Nostra.
Francesco Di Carlo ist nicht mehr Teil der Familie. Um einer Gefängnisstrafe von 25 Jahren zu entgehen, wechselt er die Seiten und arbeitet mit der Justiz zusammen. Wie auch ein weiterer Abtrünniger, der Mörder Gaspare Spatuzza. Vor Gericht enthüllt er die geheimen Verbindungen zwischen seinen ehemaligen Bossen und Berlusconis Partei. Man sagte mir, dass alles geregelt sei, dass wir dank der Vertrauenswürdigkeit der Verhandlungspartner alles bekommen hätten, was wir wollten. Man nannte mir zwei Namen, Berlusconi. Ich fragte, ob das der von Canal Cinque sei, und sie sagten, ja, genau der. Und es gab noch einen Landsmann, der Lutri. Dank diesen beiden zuverlässigen Leuten hatten wir das Land praktisch in unserer Hand. Diese Zeugenaussage wird Marcello Dell'Utri zum Verhängnis. In der Stunde der Abrechnung findet sich Berlusconis treue rechte Hand einsam auf der Anklagebank wieder. Dell'Utri wurde für seine Kollaboration mit einer mafiösen Organisation in erster Instanz verurteilt, vom Berufungsgericht dann aber freigesprochen. Nach sizilianischem Verständnis ist er ein echter Ehrenmann. Siciliano del termine, un vero uomo d'onore. Ich stamme aus Palermo und Dell'Utri ebenfalls. Wir wissen beide, was es heißt, ein Ehrenmann zu sein. Es bedeutet, dass Dell'Utri in Wahrheit Botschafter der Cosa Nostra war, von der Mafia bevollmächtigter Botschafter bei Berlusconi. Und der schillernde Medienmogul kommt wieder einmal ungeschoren davon. Um ihn zu überführen, hätte die Justiz 20 Jahre Staatsgeschichte im Schatten der Mafiamacht aufarbeiten müssen und möglicherweise das gesamte Land erschüttert. Meiner Ansicht nach hat die italienische Staatsanwaltschaft in diesem historischen Augenblick nicht den notwendigen Mut bewiesen. Zum Ende seiner Regierungszeit 2011 bringt den Cavaliere nicht seine Verbindung zur Mafia, sondern seine Leidenschaft für schöne und vor allem junge Frauen zu Fall. Silvio Berlusconi verliert jeglichen politischen Rückhalt und muss vom Amt des italienischen Ministerpräsidenten zurücktreten. Beschleunigt wird sein Sturz durch die sogenannte Ruby-Affäre. Der juristische Skandal um die berüchtigten Bunga-Bunga-Nächte, jene Partys in Gesellschaft von teils minderjährigen Callgirls. Ich war direkter Zeuge, schließlich bin ich ja nicht blind. Das waren junge Frauen, die Spaß daran hatten, miteinander zu tanzen. Und die nach dem Essen nach Hause gingen. Bis auf drei oder vier von ihnen, die blieben. Es gab Geschlechtsverkehr, an dem ich niemals teilgenommen habe. Aber was ist falsch daran? In der Intimität des Hauses eines Firmenchefs. Emilio Fede wird im Bunga-Bunga-Fall zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt, wegen Anstiftung zur Prostitution. Wie so oft ist Berlusconi selbst keine strafbare Handlung nachzuweisen. Erst 2015 wird er wegen Bestechung zu 3 Jahren Haft verurteilt, muss aber nicht ins Gefängnis. Und seine Kontakte zur sizilianischen Unterwelt? Für Berlusconi nicht mehr als ein Witz. Du sprichst von Problemen mit der Mafia, aber was meinst du? Ich bin doch noch da.